Ein kleiner Disclaimer vorweg, der Anfang dieses Videos ist entstanden, als ich noch nicht bestätigt Corona-positiv war, sondern nur per Schnelltest. Der Rest des Videos, also dieser Teil, wo dann das Set aufgebaut ist, ist nachdem mich Corona so richtig ausgenockt hatte, entstanden. Nur, dass ihr da die Timeline so ein bisschen auf dem Schirm habt und nicht vielleicht im Sonntagsvideo gesehen habt, dass ich so ausgenockt war und redet dann hier am Anfang vom Video, dass ich mutmaßlich Corona habe. Das Ganze ist einfach durch die Krankenzeit ein bisschen zeitversetzt passiert. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Review. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute leider mal zu einem etwas kleineren Set, und zwar der Kobi 2166 Border Patrol Vehicle. Es ist eben ein Set mit 67 Teilen und nur einer Minifigur, aber ich habe heute leider auch nichts Größeres mehr geschafft und mir geht es momentan auch nicht so hervorragend. Mich hat wahrscheinlich die Krankheit mit dem Zeh am Anfang erwischt, ich habe da aber noch keine hundertprozentige Sicherheit und darum soll es in dem Video auch gar nicht hauptsächlich gehen. Es ist wie gesagt das Kobi Border Patrol Vehicle aus der Small Army Reihe, und wenn wir uns das Ganze noch weiter so anschauen an der Verpackung, sehen wir, das ist eine typische Kobi Verpackung. Auf der Seite haben wir nochmal eine 1:1 Abbildung von der Minifigur und auf der Rückseite sehen wir nochmal die zwei Funktionen, und zwar die Türen öffnen und das Gewehr hoch und runter bewegen. Ist jetzt natürlich nicht die Mega-Funktion, aber es ist eben auch ein Small Army Set für den ganz kleinen Geldbeutel. Ebenfalls haben wir hier noch die Maße stehen, und zwar ist es 9,5 cm lang und 5,5 cm hoch. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und wir schauen uns zusammen die Teile und die Anleitung an. Was direkt auffällt, ist, wir haben für dieses kleine Set wieder so viel Plastik in Form von Verpackungstüten. Das muss nicht unbedingt sein, also da hätte man auf jeden Fall ein wenig an Plastik sparen können. Was aber an den Small Army Sets von Kobi schön ist, dass wir wirklich dieselbe Qualität geboten kriegen, wie als wenn es ein großes Set wäre. Wir haben wieder eine klammergebundene Anleitung, die eben Kobi technisch auch aufgebaut ist, und dementsprechend wird auch wieder ausgegraut, was gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir in der süßen Anleitung 11 Bauschritte. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und dann gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Einen Zwischenschritt brauchen wir natürlich bei 67 Teilen nicht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Review. So, da bin ich wieder. Und ja, ihr habt es am Anfang gehört. Und jetzt wird es langsam wieder besser. Und da möchte ich wenigstens diese kleine Review hier zu Ende drehen. Und dieser Grenzschutz-Truck, muss ich sagen, ist wirklich für die ganz kleine Teileanzahl sehr gelungen. Es gibt natürlich detailliertere Grenzschutz-Trucks von Kobi zu kaufen, aber wir reden ja hier über die Modelle für den kleinen Geldbeutel. Wir haben eine Scheibe dabei, die wirklich hundertprozentig trans ist. Wir haben hier zwei Türen, die wir öffnen können, ist ja bei Lego auch nicht mehr immer der Fall. Und wir haben hier hinten ein Gewehr, was von einer C-Clamp gehalten wird und damit hoch und runter zu bewegen geht. Also wirklich soweit alles, was so ein kleiner Grenzschutztruck brauchen würde. Die Reifen sind an diesen typischen Lego City, würde ich nennen, Achsteilen befestigt. Und da läuft wirklich, wirklich gut. Also das Rollen ist sehr, sehr smooth hier. Da braucht man kaum Druck und dann rollt der los. Dann haben wir natürlich noch den Grenzschützer als Minifigur, hat so eine Kappe auf, die Brust ist bedruckt, der Rücken ist nicht bedruckt, die Beine sind nicht bedruckt. Es gibt schönere Figuren und detailliertere Figuren, aber dafür reicht es auf jeden Fall. Und bei diesen Kobi Small Army Sets, da verhält es sich wirklich einfach so wie mit den Microfighters bei Lego Star Wars. Es gibt Leute, die diese kleinen Fahrzeuge sehr, sehr gern sammeln, und es gibt Leute, die können mit diesen kleinen Fahrzeugen eben nichts anfangen. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass man auch immer eine Reihe für den schmalen Geldbeutel mit dabei hat, obwohl man hier natürlich sagen muss, es ist an und für sich günstig für ein Set, aber für die Steineanzahl ist es natürlich nicht günstig, wenn man für so ein kleines Set hier um die 10 Euro ungefähr bezahlt. Trotzdem gibt es auch einige Sets von dieser ganz kleinen Small Army Reihe, die man sich wirklich aufstellen kann und dann eine kleine Sammlung aufbaut damit. Das Schöne ist, man hat hier halt auch in diesen kleinen Sets die gewohnte Kobi-Qualität und den gewohnten Kobi-Bauspaß, auch natürlich in einem sehr geringen Maße. Ich finde das Ganze für so ein kleines Set wirklich gelungen und kann es euch dementsprechend auch empfehlen. Und wenn ihr das Set selber besitzt, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Auch wenn es diesmal nicht allzu enthusiastisch war. Aber wie gesagt, ich bin halt noch so ein bisschen am Auskurieren und hoffe natürlich, das wird nächstes Mal wieder besser. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, euer Valleybrick.